Moin Leute, ihr habt sicherlich von dem Brand der Senec-Batteriespeicher gehört. Viele Speicher wurden per Fernwartung abgeschaltet. Also die Frage, was ist da los? Und ich möchte euch heute erklären und zeigen, warum und wie so ein Akku brennen kann, dass Senec in meinen Augen ungünstige Zellen für die Speicher verwendet und auf welche Akkus ich setzen würde. Also viel Spaß dabei, fangen wir an. Okay, wie kann so ein Speicher überhaupt erst anfangen zu brennen? Der erste Punkt ist Überspannung. In so einer Kiste sind viele kleine Zellen verbaut. Diese Zellen werden dann parallel und in Serie geschaltet. Und durch die Parallelschaltung erhöhe ich praktisch die Kapazität. Durch die Serienschaltung erhöhe ich die Spannung. Und die in Serien geschalteten Packs müssen von dem BMS überwacht werden, denn jede Zelle muss bei der von Senec verwendeten Zellchemie so circa zwischen 2,5 bis 4,2 Volt liegen. Überschreitet man diese Spannung, können die Zellen anfangen zu brennen. Merkt das BMS, dass etwas nicht stimmt, dass die Spannung zu hoch ist, dann schaltet es den gesamten Akku aus und dann sollte auch eigentlich nichts mehr passieren. Also normalerweise ist der Punkt durch das BMS vollständig abgedeckt. Unterspannung ist ebenfalls ein Grund. Wird die Zelle zu tief entladen, können im Inneren starke Schäden entstehen, die zu einem Kurzschluss innerhalb der Zelle führen können. Das sehe ich nicht. Das würde man aber erst bei der weiteren Benutzung merken. Also im schlimmsten Fall würde dann beim ersten Laden nach der tiefen Entladung das Ding dann anfangen zu brennen oder Schäden vorzeigen. Das BMS sollte dieses Phänomen aber ebenfalls verhindern. Okay, jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt und das sind sogenannte Heaterzellen. Das ist was Besonderes. Besonders NCA-Zellen, also Nickel-Kobalt-Aluminium-Zellen, ich werde gleich noch mehr dazu erzählen, die auch von Senec verwendet werden, sind nach meiner Erfahrung sehr häufig von diesem heimtückischen Phänomen betroffen oder häufiger als bei anderen Zellchemien. Ich selbst habe ja schon mehrere tausend gebrauchte Akkus getestet und habe deswegen eine relativ große Erfahrung mit diesen Zellen. Erstaunlicherweise habe ich hierzu weder wissenschaftliche Literatur gefunden, noch sonst irgendwelche offiziellen Infos. In meinen Augen ist sich nur die DIY-Community über dieses Problem bewusst. Ja? Oder ich habe die Infos einfach nicht gesehen, das ist natürlich auch möglich. Okay, aber wovon rede ich? Naja, die Zellen zeigen tatsächlich nach außen hin überhaupt keine Auffälligkeiten. Die haben normale Kapazität, normalen Innenwiderstand, eigentlich ist alles relativ normal. Aber sobald man diese über circa 4 Volt lädt, werden diese extrem heiß. Ja? Das geht tatsächlich auch eine Weile gut, also man merkt es unter Umständen gar nicht, aber irgendwann kommt es natürlich durch diese starke Hitze zu einer Beschädigung der Zelle oder auch zum Brand im schlimmsten Fall. Und das ist ein mega heimtückischer Fehler, da er einfach irgendwann auftritt. Die normalen Messmethoden, die ich habe, aber einem vorgaukeln, es ist alles normal und mit viel Pech kann ein Brand auftreten. Also auch das habe ich jetzt schon häufig erlebt. Okay, was gibt es noch? Erwärmung von außen natürlich, ja, irgendein Teil im Inneren von so einem Akku, was weiß ich, der Wechselrichter, irgendein elektrisches Teil da drin fängt an zu brennen und erhitzt so die Akkus, also die Zellen, stark. Und zwar so stark, dass ein Thermal Runaway erreicht wird, also die unkontrollierte Erwärmung des Akkus bis hin zum Brand. In so eng gebauten Speichern, also wo die Zellen so dicht bei dicht sind, führt das dann in der Regel natürlich auch zu einer Kettenreaktion. Das heißt, die eine Zelle steckt die andere dann an. Und wann das passiert und warum der von Senec verwendete Typ hier besonders anfällig ist, erkläre ich euch gleich noch. Und noch ein Punkt, Hacking, also tatsächlich, die Akkus besitzen eine Fernwartung und können also über das Internet ferngesteuert werden, ja. Und natürlich kann ich solche Systeme auch hacken. Aber was genau die Firma einstellen kann und ob kritische Systeme wie das BMS in gefährliche Bereiche gebracht werden können, also durch böswilliges Hacken oder sowas, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe bei Senec angefragt, aber bisher leider noch keine Antwort erhalten. Falls da noch was kommt, teile ich euch das gerne mit. Mein eigener DIY-Speicher hat keine Verbindung zum Internet. Zumindest alle kritischen Systeme sind vollständig unabhängig. Okay, auch wenn das jetzt alles erstmal sehr dramatisch klingt, so sind die normalen Sicherheitssysteme im Akku eigentlich sehr, sehr sicher und absolut ausreichend. Ja, und es ist die totale Ausnahme, dass sowas passiert. Bei Senec ist das ebenfalls der Fall. Ja, also es ist definitiv eine gute Marke und auch die Firma handelt momentan sehr verantwortungsvoll, indem sie alle Akkus gleichen Typs erstmal abschaltet, bis geklärt ist, woran es genau liegt. Also kein Grund für übertriebene Angst, die ist wirklich nicht angebracht in meinen Augen. Es passiert extrem selten etwas, aber falls ihr Angst habt, so gibt es zumindest einen Akkutyp, der als sicher gilt und den zeige ich euch jetzt. Okay, die große Frage, sind die Akkus von Senec eine gute Wahl für solche Hausspeicher, ja?
Denn wenn ihr denkt, Lithium-Akku ist gleich Lithium-Akku, dann liegt ihr komplett falsch. Es gibt einen mega großen bunten Blumenstrauß von Lithium-Akkus, ja. Und die unterscheiden sich in der Regel durch die innere Zusammensetzung der sogenannten Zellchemie. Je nach Zellchemie ändert sich ihre Sicherheit, die Energiedichte, also wie viel können diese pro Kilogramm speichern, ihre Leistungsdichte, also wie viel Powern können die direkt liefern und die Zyklenfestigkeit, also wie lange halten diese und natürlich durch den Preis. Laut Aussagen einiger Nutzer im Internet sind es Akkus der BMZ-Gruppe und das ist eine Firma mit Sitz in Deutschland, die nach eigenen Angaben in Europa fertigt. Also das ist eigentlich eine gute Marke und daran gibt es auch nichts zu kritisieren. Eine Sache in meinen Augen ist aber schon diskussionswürdig und zwar die folgende. Zenic verwendet als Zellchemie NCA- und NMC-Akkus, also Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid oder Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid. Und jetzt die große Frage, sind diese Zellen oder diese Zellchemie überhaupt sinnvoll für solche stationären Speicher? Und in meinen Augen nur bedingt. Aber warum sage ich das und welche wären denn sinnvoller? Solarspeicher sind ja stationäre Speicher, stehen also irgendwo im Haus rum. Hier spielt das Gewicht und der Platz also nur eine kleine Rolle. Also die Energiedichte ist nicht so wichtig, so gesehen. Beim Auto zum Beispiel sieht das total anders aus, da der Platz hier stark begrenzt ist, ja. NMC- und NCA-Akkus haben aber eine ganz besonders hohe Energiedichte und sind erheblich teurer als alle andere Zellchemien. Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Beide Zellchemien sind dazu fähig zu brennen bzw. zu explodieren und das auch noch bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen. Hier links seht ihr die Temperaturen, ab wann die Akkus in den Thermal Runaway übergehen. NCA und NMC sind die Zellchemie mit einer relativ niedrigen Temperatur. Sprich, die fangen an, schnell zu brennen, wenn von außen Hitze zugeführt wird. Und beide Zellchemien können brennen und haben eine starke exotherme Reaktion. Ja, es gibt tatsächlich auch Lithium-Akkus, die kaum oder gar nicht brennen können. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, wie ich einen vollgeladenen Lithium-Titanat-Akku durchbohrt habe und der lieferte immer noch Energie und es ist absolut nichts passiert. Ja, aber dieser eignet sich leider nur bedingt für Solarspeicher, da diese Dinger sehr, sehr teuer sind. Aber das ist auch der einzige Grund in meinen Augen. Okay, natürlich die Riesenfrage, gibt es denn eine geeignetere Zellchemie? Ja, klar, gibt es. Und zwar Lithium-Eisenphosphat oder auch LiFePO4 genannt oder LFP genannt. Das hat sich in den meisten Solaranlagen eigentlich schon lange als Quasi-Standard durchgesetzt und das hat einen guten Grund. Die Dinger können praktisch nicht brennen, sie können zwar ausgasen, aber das erst bei wesentlich höheren Temperaturen und extremen Bedingungen. Sicherheitstechnisch sind diese also erheblich besser als NMC- und NCA-Akkus. LFP-Akkus halten länger, also die Zyklenfestigkeit ist höher als bei NMC- und NCA-Akkus. Die Zellen haben eine niedrigere Energiedichte, brauchen also mehr Gewicht und Platz als vergleichbare NMC- oder NCA-Akkus, was für stationäre Speicher aber eher eine untergeordnete Rolle spielt. Also hier brauche ich das überhaupt nicht. Und die LFP-Akkus sind wirklich erheblich günstiger. Und noch was, die Teile enthalten kein Kobalt, was ja als Konfliktmaterial bekannt ist und ethisch sehr umstritten ist. Einen Nachteil haben sie aber, sie sind temperaturempfindlich. Hier links seht ihr die typischen Grenzwerte für solche Akkus. Je nachdem müssen diese also erwärmt oder isoliert werden. Ja? So wie bei mir zum Beispiel, das seht ihr jetzt hier auch. Ich habe einen Frostwächter plus Steinwolle als Isolation verwendet und das klappt ausgezeichnet. Also ich habe dann immer Temperatursensoren und sehe, da geht alles in Ordnung, das passt. Also kurz gesagt, bei stationären Speichern machen LFP-Akkus eigentlich viel, viel mehr Sinn. Bei Autos oder irgendwelchen Hochenergieanwendungen, da kann man NCA- oder NMC-Akkus auch sinnvoll sein oder da sollte man die auch durchaus anwenden. Muss man aber auch nicht, denn zum Beispiel im Tesla Model 3 sind auch LFP-Akkus verbaut. Ja? Man hat dadurch etwas weniger Reichweite, aber dafür mehr Sicherheit, höhere Langlebigkeit und Konfliktfreiheit und es ist günstiger. Also eigentlich ein guter Kompromiss in meinen Augen. Okay, ich hoffe, dass euch die Information ein bisschen Aufklärung gebracht hat, also ein bisschen Background zu der ganzen Geschichte und ein bisschen mehr Sachlichkeit in die doch sehr angstbestimmte Mediendiskussion bringt. Und falls es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal, lasst mir ein Like da, kostet euch nichts, macht mir eine große Freude und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.